Alter, yo, meine Kinder, was geht denn da ab, Alter? Warwick hat ja. Oder ich weiß nicht, Leute, wie wollt ihr es lieber haben? Wollt ihr Warwick haben oder wollt ihr Warwick haben? Ist mir eigentlich scheißegal, wenn ich ehrlich sein soll. Er hat eine übelst krasse Winrate, ey. Also, das ist richtig bonkers. Ich meine, seine Pickrate, die glaube ich glaube bei Dia Plus. Oh. What the fuck? Warte mal, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also, er hat eine Winrate von 57% zu dem Moment, wo ich dieses Video mache. Er hat ab Platin Plus eine Winrate von 4,4%, ab Dia Plus eine Pickrate von 2,5%. Habe ich ihm davor Winrate gesagt? Also, er ist nicht so häufig gespielt. Aber der ist ja fucking bonkers, Leute. I don't know, man. Also, es ist ja nicht so, dass Warwick schwer zu spielen. Leute, jeder Affe kann. Warwick, ich sag jetzt, Leute, ich sag jetzt mit Absicht, manchmal Warwick und manchmal Warwick, ja, damit das einige hier triggert. Alter, was geht ab? So, ich persönlich finde Tiamat-User oder Heavy Clear-Jungler sind einfach sehr stark im Moment. Es gibt ja sogar die Idee, dass man Double Jungle spielen kann, vielleicht auch sollte. Deswegen, haben wir nochmal Glück gehabt. Uwu, wie ihn nochmal eben kurz an. Leute, mein ganzes Rad besteht nur aus Uwu. Okay, ja, also ich denke, es liegt vielleicht daran, dass er irgendwie halt sich Tiamat kaufen kann, dass er die Objekte sehr chillig clearen kann, was auch nochmal sehr hilfreich ist. Er hat auch nochmal einen Buff bekommen auf Q, das heißt, der Base Damage geht da höher. Ich mache nochmal Crux und dann werde ich wahrscheinlich basen. Okay. Müssen wir mal so ein bisschen nachschauen irgendwie. I don't know. Ich finde Jungle Clears im Moment sind echt komisch. Ich kann die sehr schwer selbst einschätzen im Moment. Na, da kann ich eh nicht helfen. Okay. Er hat sein Red noch nicht gemacht. Und es flasht darüber und tötet mich. Lul. Aber das ist fein für mich. Also Warwick braucht am Anfang im Normalfall immer ein klein wenig Zeit. What the fuck? What the fuck? What is he doing? Ich will einfach nur rechtzeitig unten sein. Denn wir können sehr entspannt den Drachen mit ihm machen. Oh Gott, Leute. Was in der Nase? Oh Gott. Ich hab auch. Irgend so eine. Scheiße. Okay, kommen wir kurz eben einmal back to the topic. Ich denke mal, der Xin ist. Sag mal, will er mich trollen? Will er mich fucking trollen? Ich kann leider nicht zu Krabbeln gehen. Mein ganzes Team ist nicht da. Okay, soll ich sagen, was mir jetzt gerade wieder einfällt? Das ist so eine richtig schlechte Angewohnheit, die ich immer noch habe. Und zwar will ich die ganze Zeit meine Crux machen. Eigentlich brauche ich das gar nicht. Eigentlich ist das voll Bullshit, was ich mache. Okay, ich dachte gerade, der hätte nie reingewardet. Ich warte jetzt einfach gleich jetzt auf das Drache kommen. Deswegen habe ich den Blue Buff auch jetzt geholt. Ich denke mal, da müsste von der Zeit her auch passen. Dass ich ihn dann einfach sofort sneaken kann. Vielleicht hätte ich diese Pink aber nicht hinstellen sollen, sondern eher zum Drachen hin. Okay, lass mal nachschauen. Meine Q ist so schon stärker geworden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wäre jetzt nicht rein theoretisch ein paar Punkte in der W besser? Warte mal, wer ist denn low? Achso, der Ding ist zwar low. Ich habe eine Idee, meine Kinder. Wir tun das, was wir im letzten Stream halt bereits getan haben. Wir flashen einfach über die Wand. Niemand wird davon ausgehen. Legit. Niemand wird davon ausgehen. Wer hat jetzt schon die Pit gewardet?
Niemand, Leute. Und mein Team wird mich dafür lieben, dass ich jetzt den Drachen mache. Bam, Alter. Gehatet haben sie mich alle. Gemacht habe ich den Drachen. Bum, bum, bam. Niemand wird mich haten. Habe ich Diamant fertig? Ich weiß, Diamant nach 25. Okay. Okay, okay, okay. So, Leute, 5% mehr AD und AP für mein Team. Let's go. Ich werde, er hatet mich. Ich werde, er hatet mich komplett, Ich meine... Bro, what do you want me to do? Ich habe keine HP. What? So, hä? Hä? Ich meine, ich kann verstehen, dass er sagt, yo, Digga, ich brauche Hilfe, ne? Kein Ding, aber ich pimmel da selbst mit keiner HP rum. So, was soll ich machen? Ne, ich kann das selber nicht halten. Wir holen uns jetzt unser Tiermann, Leute, sodass wir Jungle killen können. Vielleicht sollte ich am Anfang eher versuchen, also... Vielleicht sollte ich am Anfang eher versuchen, für irgendwie ein paar Early Gangs zu gehen. Anstatt den Drachen so... Ich brauche diese Leute, ich weiß nicht, ich brauche dieses Tiermann einfach. Denn gerade auch jetzt, durch die letzten Jungle-Chain, Leute, schaut euch das mal an. Der Xin ist Level 5, ich pimmel noch Level 4 auf. Ich meine, cool, ich habe einen Drachen geholt, ne, so, ist ganz cool. Aber da geht's so nicht. Wir müssen hier unsere Prioritäten ein klein wenig ändern. Aber ich schwöre euch, Leute, die Statistiken lügen mich nicht an. Warwick ist einfach gerade ein sehr guter Champion. Nur fehlt mir jetzt noch so ein... Ich brauche halt nicht viele Games, um Warwick halt irgendwie halbwegs drauf zu haben. Ne, er killt mich in den ganzen Minions. Aber das hier tut mir gerade sehr gut. So. Denn jetzt können wir anfangen, etwas zu machen. Ey, yo. Nein, die komme ich hier nicht ran, oder? Wo recallt sie? Oh, da hier vorne. Okay. Fein. Muss ich wegholten? Wie kann er mich... Meine Ulti ist auf Cooldown. Meine Ulti ist auf scheiß Cooldown. Wow. Ich hatte eigentlich vor... ihn da zu canceln. Holy fuck. Okay. Das plus das. So, jetzt will ich endlich mal auf super entspannt auch mal für Gangs losgehen. Lol. Lol. Okay, okay. Das ist actually unlucky. Red on my way top. Irgendwie glaube ich, dass ich es bereuen werde. Irgendwie glaube ich, dass ich es legit bereuen würde. Ey, yo! Look at chat, du Penner! Ich habe sie geschrieben. Red on my way top. Ich bin da giga weak. Ah, er ist RIP. Der Xin spammt legit nur Gangs, Mann. Holy shit, der war nichts anderes. Ich muss aber auch sagen... Ich komme mir auch sehr unbeholfen vor im Moment. Okay. Ich meine, hätte er ganz kurz gewartet. Ganz, ganz, ganz kurz. Kassius ist sogar Broken Conqueror Abuser, soweit ich weiß. Null, ihre. Egal, sie ist tot. Kann sich keiner beschweren. Oh, Drache kommt gleich. Oh, das ist sogar ein guter Drache.
Das ist sogar tatsächlich ein sehr guter Drache. Den will ich auch haben. Ich will gerne jeden Drachen haben. So ist es nicht. Aber der hier ist besonders saftig. Hey, yo, mein Blue. Er hat ihn genommen. Ist WMAX jetzt eigentlich besser? Seit dem letzten Change, den Ding jetzt bekommen hat? Let's go! Let's go! Der drachensicherer Warwick. Ich meine Warwick. Ja, yo, seid ihr blind? Okay, einen Schritt näher zu unserer Dragon Soul. Nein, den AP-Shaco denke ich nicht. Oh wow, das ist sogar für mich actually ein guter Drache. Leute, sorry wegen meiner Nase. Da kann ich aber leider im Moment nicht ändern. Ja, er ist tot. Warte, wir gehen auch mal eben in die Base. Okay, wir gehen jetzt eben hoch Richtung Herald. Lass uns die nochmal gönnen. Wir machen nochmal eben einmal beide Camps. Und dann gönnen wir uns da oben. Welches Level ist der? Ich muss echt viel mehr auf Level und sowas achten, ne? Ey, ich habe das Gefühl, Jungler zu sein, ist wie ein Bauer zu sein. Also im Sinne von so, ey, yo, wie geht's meinen Hühnern? Ja, was haben meine Aubergine heute zuletzt gegessen? Sowas halt. Okay, das war jetzt fies von ihm. Bomb, Alter! Was für Herald machen? Alter, das mit den Dragon Souls geht actually voll schnell, wenn man sich den ersten Drachen abholt, finde ich. Leute. Moment. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich nicht rüberflashe. Ne. Warte mal, ist das... Oh Leute, ich dachte gerade, der Notus ist der Herald. Das könnte Kasse sein. Ja, Ditte war meine größte Angst, dass es Kasse sein könnte. Ach, sie haben eine Mord drin. Ne, warte, Shaco kommt gleich, oder? What? Nein! Ich hatte... Oh, ich hab Attack Champions Only an. Oh, shit. Ne, kriegen sie nicht. Der springt eh gleich über die Wand, oder? Ne, ist es Execute? Lol. Ja, okay. Alles cool. So. Tabi. Mercs, wir gehen Tabi. Oder actually, doch, ich gehe Tabi. Lass uns jetzt Tabi bauen, bevor wir hier weitermachen. Das. Alter, ich komme mir so langsam im Jungle vor. Holy shit, Mann. Leute, ohne Witz, ich habe gestern Kha'Zix probiert. Ja. Fun Fact, das neue Nimbus Cloak ist voll stark auf Junglern, gerade wenn ihr euch Blue Smite holt. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, Leute. Ich komme mir ein bisschen komisch vor. Finde ich auch so ein bisschen komisch im Jungle, wenn ich ehrlich sein soll.
Oder als Jungler, ihr müsst gefühlt jedes halbe Jahr den Jungle einmal ganz neu lernen. Ja, yo, Bro, den kannst du knicken. Ey, yo, ich hätte jetzt meinten sollen. Will er mir die auch wegnehmen? Ne, will er nicht. Fuck, Alter, das wäre sogar bei Level 11 gewesen. Sollte ich jetzt im River sein? Na, ist niemand bei mir eigentlich. Hat er mich gesehen, though? Ja, spätestens jetzt hat er mich gesehen. Lass doch mal hier einmal schon unser Level 11 mitholen. Ey, komm, TF, jetzt hör doch auf mit der Kacke. Er hat den falschen Gold hier. Ich glaube, ich kann sie jetzt abholen. Ja, ich kann sie uns holen. Lohnt sich Sanguine Blade auf? Nee, Sanguine Blade lohnt sich nicht auf Warwick. Also ich kann es mir nicht sehr gut vorstellen. Also soll ich sagen, was ich komisch finde? Ich bin stat-technisch actually echt gut dabei, ne? Aber ich komme mir voll bad vor. Vielleicht liegt es daran, weil er nicht aufhört zu sterben. Warte mal, ich kann hier hochgehen. Naja, okay. Wenn die Box nicht gewesen wäre, wäre ich dafür gegangen. Denn TF könnte actually mitfolgen. Aber wir gehen kurz eben einmal weg. Ah, oh Mann, meine Nase. Ach so, yo, ich sehe es erst jetzt. Yasuo ist actually hard losing lane. Aber ich finde mich selbst nicht gut in diesem Game. Keine Ahnung. So, yo, ich habe 6 Kills, Coolio und so, ne? Hat er reingewartet? Ne, hat er nicht. Ey, yo! Ey, yo! Warte, ich hab gar kein Ulti! Oh, oh. Oh, oh. Ich dachte irgendwie gerade die ganze Zeit, ich hab Ulti ready. Ah, nice. All me. All me? Okay, all nicht mehr me. Nee, nee, nee. Oder doch? Doch, doch! Oh! Oh, nee. Hä, TF tötet doch den Xin. Da ist ein Triple M, meine Boys. Das ist nicht der echte. Da muss man echt aufpassen, Leute. Dass man nicht den Klon umbringt. Das kann halt echt ins Auge gehen. Okay, wir fahren mal eben um unsere Camps ab. Hat er den erwischt? Ey, töte den. Okay, den bitte. Ja, okay, nice. Mal sehen, wir sind zwar immer noch ein Level im Xing. Also ich bin im Level ganz okay dabei. Der Einzige, der so ein bisschen... Ja, deren Solo-Laner sind halt besser dabei. Aber das sind natürlich auch Winning Solo Lanes, ne? Ups, das nehmen wir nochmal eben mit. Bro, bis du hier bist. Ist die Hälfte auch schon im Tower drin, ne? Ich frag mich eigentlich, ob es sich lohnt, die Kleinen hier abzufarmen. Vielleicht macht sie die Menge aus, ne? Weil die splitten sich ja nochmal relativ häufig. Aber ich spüre deren XP einfach gar nicht. Ja, die gehen wahrscheinlich zum Nashen. Ey, ey, wow, wow, wow! Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich halt null bewegen. Warte mal. AD. Wobei wir uns ein bisschen markieren, sie erstmal. Ey, yo, mein Team!
Leute, ich gehöre zu den 40% von Leuten, die nicht mit Warwick gewinnen können. Warwick, tut mir leid. Ich will mich ja hier politisch korrekt ausdrücken. Wir sind so bad, Leute. Wir gehören nicht zu diesen 40%. Ah, ich will den Scheiß eigentlich gerne haben. Der Ulti-Cooldown ist schon lecker, Leute. Ja, also der ist für jeden in unserem Team gut, mit Ausnahme von Yasuo. Ich glaube, den juckt das nicht so sehr. Ob seine Ulti jetzt 30 oder 35 Sekunden Cooldown hat, ist, glaube ich, bei ihm nicht so relevant. Brennt er aus? Nein, tut er nicht. Ah, fuck, man! Oh, man, Leute. Das will nicht. Das will einfach nicht. Vielleicht war es so ein bisschen sehr greedy von mir. Ey, oh, oh. Oh, oh, Leute, es geht die Phase los, wo sich alle flamen. Es geht einfach die Phase los. Wo sich alle flamen. Ah, okay. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot. Ah, lol, ist er nicht? Oder all me, by the way. Hat er Ulti? Ich komm nicht ran. Ich komm halt einfach legit nicht ran. Alter, wer bei Riot hat sich gedacht? Stormraiser, erstmal den Slow buffen. Der chase mich nicht, oder? Lol, die Kasse chase noch. Ey, TF, du hast immer noch Ulti eigentlich. Warte mal, wenn TF gleich mit Ulti kommt, können die runterlaufen, oder nicht? Aber wir sollten lieber in die Mitte hingehen. Ey, die können mich halt alle bis nach Timbuktu kiten. Leute, okay. Ey, nicht den Klon töten, nicht den Klon töten! Oh, okay, 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 okay. Okay, das war der echte. So, Leute, kleinen Tick. Baue ich die Visage aus? Ich weiß das nicht. Ich brauche irgendwie alles. Ich brauche legit alle Werte hier. Denn, keine Ahnung. So, die haben gefeedeten oder relativ starken Magic Damage, Leute, die ist 2 Level über mir. Ne? Ich hab halt auch schon länger keinen Jungle mehr gefarmt. Und er ist 1 Level über mir. Und er ist auch 1 Level über mir. Okay, gleich nicht mehr. Gibt's überhaupt noch irgendwo irgendwas für mich zu farmen? Ja, die sind wenigstens annehmbar vom Level. So, der Counter-Jungle. Ich schwör's euch, lasst jetzt immer einen kleinen Raptor stehen oder halt den Krug. Das macht richtig viel aus. Das macht jetzt in diesem Patch einfach richtig viel aus. Das mal im Grump machen für den Level-Up. Das wäre echt juicy. Echt jetzt? Echt jetzt? Und TF hat immer noch Ulti. Oh Mann, TF, benutzt sie doch einfach einmal. Ich muss auch mal auf mein Dingens-Timing achten. TF, why not use Ult? Lass mal nachfragen. Ich glaub, jetzt kommt sowas wie... Oh, ich hab gar keinen Bock. Entweder ist das ein Bug, was sein kann.
Ey, by the way, Leute, ich habe mein Ulti-Timing komplett verkackt. Irgendwie habe ich das da noch nicht ganz so genau drauf. Ich will, also meine Idee ist eigentlich so zu ulten, dass ich ihren Stun mit meiner Ulti cancel. Aber ich bin auf jeden Fall zu blöd, das aus Midi-Range zu machen. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, Leute. Oh, noch so. Oh, warte mal. Erstens, wir steppen mal lieber raus, okay? Wir steppen da mal lieber raus. Zweitens kommt jetzt gleich noch ein Dragon. Der natürlich sehr saftig ist. Warte mal, können wir nicht Dragon und Nash nehmen? Oder? Bin ich blöd? Leute, der Jhin smurft das noch richtig ab. Ich glaube an ihn, okay? Warte, den können wir auch noch eben machen. Ein bisschen Zeit haben wir noch für den Drachen. Leute, ich schwör's euch, es ist so kacke, mit Leuten zu spielen, die einfach nicht gewinnen wollen. So von wegen, what's the point of this? Ah, er ist tot. Lass mal lieber einmal ganz schnell Lotti Karotti machen. Und zwar Lotti Karotti weg von ihr. Lohnt sich bei sowas eigentlich Adept? Warte mal, ich glaube, ich hätte mir eher Adaptive Helm kaufen sollen, fällt mir gerade auf. Denn er hat Consistent Magic Damage, ne? Durch seine Boxen. Ich glaube, das ist sein Hauptdamage. Cassio hat oder so Consistent Magic Damage. Und Kaiser technisch gesehen auch. Weiß ich mal, wir halten uns trotzdem ganz gut, finde ich. Dafür, dass ich Losing Jungler bin. Oder halt der Jungler im Losing Team. Fällt auf, ich hätte mir den Pink kaufen sollen, anstelle der Cloth. TF Ulti. TF. Okay. Oh, scheiße, die fighten. Warte. Nee, da brauche ich jetzt gar nicht hinzugehen. Upsi. Der untere ist echt scheiße. Oh, Alter, meine Ulti-Timings sind so bad. Komm ich da noch durch? Ne. Holy shit, Leute, meine Ultis sind so bad. Oh. Es ist over. Leute, es ist höchstwahrscheinlich over. Wir sind nicht würdig genug. Ja. Oh, stimmt. Wenn TF auf Ulti drauf drückt, sehen wir Shaco. Ja, ja, irgendwie, weiß ich nicht, Leute. Wir sind nicht würdig genug, um diese Winrate zu halten. Wir sind zu bad. Aber Leute, ihr wisst, also der Hauptgrund, warum Warwick eigentlich gerade relativ gut ist, ist aber wirklich, er kann die Objectives super chillig selbst machen. Ihr braucht nicht lange, um ihn zu lernen. Ich hätte jetzt zum Beispiel eher für ein paar Early Ganks gehen sollen, dass ich an mein Tiermat rankomme. Ich hätte nicht Crux machen sollen, sondern eher chillig sowas wie Red, Wölfe, Blue, Grom, Krabbe und dann halt irgendwie mal weiter gucken. Sind aber Sachen so, die fallen mir erst dann halt ein, nachdem ich ein Game gemacht habe. Das heißt, ich habe da, was mein Clear angeht, schon reingeintet. Aber ihr müsst es so sehen, ich habe für euch geintet, damit ihr nicht inten müsst, damit ihr halbwegs wisst, was abgeht. Ich würde sagen, yo Leute, ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.